Es geht wieder los. Die zweite Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison. Bei der Saisoneröffnungsfeier am vergangenen Samstag ist die Vorfreude bei den Fans bereits zu spüren. Nach einem 3:0-Sieg im letzten Testspiel gegen den FC Villarreal aus Spanien wird den Fans der Roten ein breites Programm geboten. Trotz der positiven Stimmung verfallen angesichts der zurückliegenden Saison nicht alle in Euphorie. Heute ist ja immer höher als das, was dann unterm Strichball rauskommt. Aber man freut sich ja immer drauf. Das hier gesehen zu haben, heute 3:0 gegen Villarreal, denke ich mal, das wird eine gute Saison oder hofft, dass es eine gute Saison wird. Ich hoffe, dass es besser läuft als letzte Saison. Also in der Rückrunde, da, diese Negativserie, das war schon schmerzhaft. Dennoch, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison ist groß. Ein Grund dafür, Neuzugang Marcel Halstenberg. Der Verteidiger wechselt aus familiären Gründen aus Leipzig zurück an den Maschsee. Bereits in der vergangenen Woche wurde er vorgestellt. Als ich dann im Auto saß und losgefahren bin, habe ich mich nur auf die Familie und auf den Verein gefreut, als auf die Unterschrift mit Markus. Nach 2 Pokalsiegen mit RB Leipzig und 9 Einsätzen im DFB-Trikot nimmt er die Herausforderung in der zweiten Liga bei seinem Ausbildungsverein gerne an. Auch wenn es die zweite Liga ist, aber geiler Verein und geiles Stadion. Ich sehe, wie was gestern schon passiert ist mit den Fans, mit den Freunden, Freunde von Freunden und dass da eine gewisse Erwartung schon vorhanden ist, aber darauf freue ich mich einfach. Einen Spieler dieser Klasse im 96-Trikot gab es schon lange nicht mehr. Vor allem in den sozialen Medien konnten die Fans die Unterschrift kaum erwarten. Cool zu sehen, dass so das Interesse auch von den Fans da ist, dass sie mich erwarten, dass sie mich mit offenen Armen empfangen. Das hätte ja auch anders sein können. Und dennoch, bei der Saisoneröffnungsfeier zeigen sich die Fans beim Thema Aufstieg zurückhaltend. Also mittlerweile möchte ich vernünftigen Fußball sehen. Was dann am Ende bei rauskommt, muss man sehen. Wenn am 25. Spieltag das noch möglich ist rechnerisch, dann können Sie mich nochmal fragen. Sonst freue ich mich einfach auf ein paar gute Spiele. Sagen wir oberes Tabellendrittel, wenn wir da Richtung Aufstieg vielleicht an den Aufstiegsplätzen so ein bisschen mitspielen, dann ist mir das auch schon recht. Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aus Elversberg vor heimischer Kulisse wäre ein Start in die Saison geglückt.